Das Ghostbusters-Franchise war damals eine echt große Nummer. Es gab Spielzeug und ich weiß noch genau, dass ich mich zu Karneval mal gerne als Igel verkleiden wollte. Folglicherweise gab es auch Videospiele dazu und natürlich auch auf Nintendos grauen Handheld. Umsetzungen zu großen Marken sind ja meistens nicht so toll. Aber wie schlagen sich hier die Geisterjäger? Was taugt Ghostbusters 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von dem bekannten HAL Labs entwickelt und hier von Activision schon 1990 veröffentlicht, wobei ich das Datum leider nur unter Vorbehalt nennen kann. Ich habe da teilweise widersprüchliche Informationen gelesen. In Japan und in den USA erschien es im selben Jahr unter einem anderen Publisher. Im Spiel spielt ihr grob die Storyline des zweiten Filmes nach. Vigo steht auf und überflutet New York mal wieder mit Geistern. Na, ihr wisst, was zu tun ist. Das Spiel geht vom Spielablauf zum Glück einen ganz eigenen Weg. Hier wartet euch mal kein liebloser Plattformer. Zum Start wählt ihr erst einmal 2 der 4 Ghostbuster-Helden aus. Diese Auswahl ist jedoch nur optischer Natur. Spielerisch unterscheiden sich die verschiedenen Charaktere nicht. Jetzt kommt der besondere Kniff. Ihr spielt im eigentlichen Spiel dann auch beide Figuren gleichzeitig. Aus der Draufsicht steuert ihr die leitende Figur und die andere folgt euch dann. Euer Ziel ist es natürlich, in den Leveln alle Geister einzufangen. Dazu fesselt ihr die astralen Wesen mit dem Protonstrahl der ersten Figur und mit dem Druck auf den anderen Knopf steuert dann euer Partner die Geisterfalle zum endgültigen Einfangen. Klingt jetzt erst einmal cool, ihr steuert 2 Charaktere auf einmal. Das hat hier und da jedoch auch seine Probleme bei der Wegfindung vor allem. Da euch die zweite Person nur folgt, bleibt diese dann auch gerne mal irgendwo hängen. Mit etwas Übung könnt ihr das Problem allerdings meistens durch eine andere Positionierung entschärfen. Beide Charaktere haben einen eigenen Lebensbalken. Wenn einer dieser leer ist, habt ihr ein Game Over. Euer Begleiter ist da jederzeit auch verletzbar und so solltet ihr gut auf ihn aufpassen. Die Level sind in 3 verschiedene Welten mit diversen verzweigten Unterleveln aufgeteilt. Unten rechts habt ihr mal eine Anzeige, wie viele Geister noch eingefangen werden müssen. So navigiert ihr durch die Abschnitte und müsst alles genauestens durchsuchen. Das könnt ihr allerdings nicht in Ruhe angehen, da euch immer ein Zeitlimit im Nacken sitzt. Ist die Zeit um, verwandeln sich alle übrigen gebliebenen Geister in Ghostbuster-Symbole, die euch dann aber keine Punkte mehr geben. Die Level könnt ihr aber jetzt trotzdem beenden. Apropos Geister, von diesen gibt es natürlich viele verschiedene Arten, für die ihr auch immer eine spezielle Strategie braucht. Wie oft habe ich die Slimer versucht, die einfach so überraschend aus der Wand erscheinen? Beim Erkunden der Gebiete trefft ihr dann in jedem Level auch immer einen der anderen Geisterjäger-Kollegen. Diese geben euch dann beim Ansprechen temporäre Power-Ups, wie eine Spitzhacke, mit der ihr Wände einreißen könnt oder dass ihr kurz unverwundbar seid. Haltet die Augen also immer offen. Am Ende jeder Welt erwartet euch natürlich auch ein Boss. Die Bosskämpfe spielen sich dann nochmal ganz anders und eher wie ein Shoot'em-up. Eine schöne Abwechslung. Zusammengefasst erwartet euch hier ein einfacher Spielablauf mit kleinen Schwächen, der aber einfach Spaß macht und gut von der Hand geht. Die Grafik ist wunderbar. Trotz der einfachen Grafik kann man die Figuren aus dem Film einigermaßen erkennen. Die Umgebungen hätten hier und da vielleicht etwas abwechslungsreicher sein können, aber bei einem so frühen Gameboy-Titel will ich da nicht meckern. Der Sound ist dann sogar noch besser geraten. Der klingt einfach super und das Hauptthema des Filmes ist spitze umgesetzt worden. Was taugt Ghostbusters 2 für den Gameboy also heute noch? Ich hatte meine Freude mit dem Spiel. Ich hatte schon hier und da gehört, dass es ein Geheimtipp ist, aber dass es so gut ist, das hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Die Wegfindung des Partners nervt hier und da etwas, aber wer damit klarkommt, kann hier definitiv zugreifen. Das war der Test zu Ghostbusters 2 von den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.